Ey, was soll denn das jetzt schon wieder? Komm. Wir machen jetzt einen TikTok. Adrian Vogt, Medien. Einfach Schweizerin geworden. Ich hab gedacht, da steht's. Wir sind wieder in Kitzbühel. Es ist schon fast eine Tradition, mit Hanna nach Kitzbühel zu fahren, denn wir wurden wieder eingeladen vom Rennen. Ist eigentlich eine Kooperation auf TikTok, das heißt, hier ist nicht bezahlt, aber wir vloggen das Ganze einfach mit, denn es ist eine Experience. Oh, sorry. Das war so ein little bit. Es ist ja schon fast Tradition. Ich wurde vom Kitzbühel eingeladen. Shut the fuck up. Heute auf jeden Fall eine gute Sicht. Bist du deppert. Danke. Das ist mein Bruder. Wer wird dieses Jahr gewinnen? Ja, der Kilde. Falsch. Wieso? Grichwer. Der ist aber Österreicher. Ja. Österreicher können nicht gewinnen. Ein Österreicher führt gerade. Das kann nur hinten rausgehen. Wir waren jetzt kurz im Hotel, mussten jetzt aufs Handy switchen, weil es nervig ist, immer die große Kamera mitzunehmen. Ihr müsst halt damit klarkommen jetzt mit dem Handy, ne? Ist mir scheißegal, was ihr denkt vom Handy. Da bin ich wieder, hallo. Für die Leute, die es wissen wollen, das hier ist Kitzbühel. So sieht es aus. Alles sehr, sehr rich. Alles sehr, sehr teuer. Oh. Heute Abend ist die große Party und wir haben uns angezogen. Wow. Es sind die zwei scuffedesten Outfits, die man haben kann. Hannas Dress ist mit so Nadeln, mit Büroklammern fixiert. Ich habe keinen Gürtel. Die Hosen sind blau, das ist schwarz. Es ist komplett eng, ich kann nicht atmen, aber wir gehen rein. Ey, das kannst du nicht ernst nehmen. Mit Fliege. Ey, und mit den Schuhen richtig geil. Und mit Schnee an den Schuhen. Geil. Ich sehe aus wie ein Bankberater. Das kannst du keinem erzählen. Ja, die sehen aus wie so Leute, die in Kids Club Race gehen. Ja, gehen wir auch. Ein Stern, der deinen Namen trägt, alle Zeiten überlebt. Es ist der Morgen danach, Tag 4 in Kitzbühel. Hanna ist schon auf den Zug gegangen. Ich laufe jetzt ins Zielgelände. Heute probieren wir wieder, den legendären Skistuhl zu entzünden. Skistuhl, den legendären Schneestuhl zu entzünden. Wird wahrscheinlich absolut nicht klappen, aber ich habe Bock drauf. Aber ich bin ja ein Influencer, deshalb nehme ich euch heute ein bisschen mit, wie wir das Ganze machen. Es gibt ja in Kitzbühel den Kids Race Club. Das ist so ein Club für Memberships für reiche Leute. Also wirklich nicht so reiche Leute, sondern so reiche Leute. Adidas CEO, Formel 1 CEO, Red Bull CEO, so dieser Shit. Und wir waren dort eingeladen. Und dann habe ich ganz gediegen eine Zigarre geraucht mit den CEOs. Und die haben sich so gedacht, was für ein Hurensohn ist das? Ey, geile Party hier. Hast du noch Kraft? Was? Hätte ich auch gesagt. Wir sind jetzt basically den ganzen Slalom hochgelaufen. Chillig. Oh shit. Die perfekten Winterschuhe. Gute Situation, sehr gut. Oh, Digga. So sieht das Ganze aus. Zahnpaste, Sonnencreme, sehr, sehr wichtig. Dann werde ich mich dort hinsetzen und dann aber ganz viel Zähne putzen. Und dann fahren hier die Skifahrer vorbei. Er ist der Baumeister. Sind wir bereit? It was on the world feed and not only on the stadium feed, you know? Ja, ich live gsi. Yes! Yay! Ja, cool. Wobei, ich glaube, den habe ich schon mal gesehen. So ähnlich. Nicht beim Zähneputzen, aber. Also dafür Respekt, Herr Zuschauer und Edelfan, denn heute Morgen hat es minus 11 Grad, vielleicht sind es jetzt minus 5. Ich glaube, wir haben es ins Fernsehen geschafft, denn hier kommen irgendwie alle den Berg hoch. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber wir haben es wieder geschafft. Deshalb, Grüße gehen raus ans Hahnkammrennen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Geile dabei ist, ich kann auch meine Zähne putzen. Wer will in Adis Vlog sein? Aber das kostet normalerweise Geld. Hey, ist kalt, oder was? Alter, lohnt's doch gerade weg. Tschüss, lieber Stuhl. Ich werde dich vermissen. Aber euch nicht. Spaß. Hey,
bin ich wieder.